heute geht's den Schlaglöchern an den Kragen. Das erste, was wir befüllen, ist hier in Wittenberg vor der Kita Schnatterinchen. Gemeldet hat dieses Schlagloch der Klaus. Aber warum ausgerechnet dieses Schlagloch, Klaus? Naja, da bin ich die Woche mal richtig durchgefahren, aber das Gefahrenschwerpunkt ist eigentlich die Kita und dass die Kids auch vernünftig nach Hause kommen, ohne Gefahr. Ja, und dazu gibt es eigentlich auch gar nicht viel mehr zu sagen. Wir sind nicht hier, um zu reden, sondern um zu machen. Also los geht's! So, jetzt sag mal, Kaugummi-Asphalt, den ganzen Tag, die ganzen Wochen hören wir nichts anderes als Kaugummi-Asphalt. Das sieht ja jetzt so aus, als würde ich das in jedem Baumarkt kriegen. Aber was ist das denn jetzt hier eigentlich? Das wäre doch schön, wenn du es in jedem Baumarkt kriegen würdest. Ja. Dann kannst du deine eigene Straße pflegen, ja, wenn du dein eigenes persönliches Schlagloch hast. Es ist halt wirklich sehr gut verarbeitbar, auch bei kalten Temperaturen. Und dann bekommen wir eben die Schlaglöcher und dann brauche ich sie repariert. Und wenn ich dann warten muss auf irgendwelche heißen Sachen, die dann doch nicht kommen, weil ich minus 5 Grad habe, dann Kaugummi-Asphalt, flexibel ins Schlagloch rein, wird fest, repariert sozusagen dauerhaft. Also die Lösung. Los geht's! Das Schlagloch ist mit unserem super Asphalt gestopft und jetzt kommt noch unser super Qualitätssiegel drauf, unser MDR Jump Schlaglochsiegel. So weit, so gut. Das Schlagloch ist quasi komplett fertig. Allerdings muss ich natürlich einen kritischen Blick darauf werfen und stell fest, noch ist das Schlagloch ja so ein bisschen erhöht, also höher als die Straße. Ist das ja so richtig? Ja, das muss so sein, weil der Verkehr übt so viel Druck auf das Schlagloch, auf die Reparaturstelle aus, dass sich der Asphalt sowieso noch senken wird. Und mit der Zeit, in 1-2 Monaten, ist das dann fertig abgeschlossen, allerspätestens, und man kann es kaum noch vom restlichen Straßenbelag unterscheiden. Das klingt sehr schön und ich würde sagen, wir machen uns auf zum nächsten Schlagloch.